Herzlich willkommen zurück bei Mittelerde, Mord aus Schatten. Ich habe gerade wieder ein paar, oder wir haben immer noch hier ein paar Verbesserungen übrig, die wir aber nicht so wirklich, die nutzen wir noch nicht. Hier haben wir noch ein paar, da habe ich keine Lust mich durchzuklicken. Ja, guck dir die Leichen da an. So, ihr habt mich nicht gesehen. Freie Sklaven, um Rettungszeugs freizuschalten. Oh, 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 miese Katze, miese Katze, miese Katze, miese Katze will ich nicht. Gut, dann befreien wir hier mal die guten Leute gleich. Halten hier Menschen als Sklaven. Unglaublich. Ey! Hat er den echt gerade gesch... So, erstmal den. Jetzt können wir dich erledigen, Dickichen. Unglaublich, zerbrochen. Dass jetzt sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf werde uns. Werde ich machen. Aber erstmal bisschen Gesundheit mitnehmen. Da der Balken nicht ganz voll war. So, da haben wir die Schmiede. Da hinten ist die nächste Mission. Und was haben wir noch so? Hier ist irgendwas zum Mitnehmen. Unten gibt es was für einen Bogen. Wo ist denn eigentlich unser Missionsziel? Ach, da ganz hinten. Kräuter. Ach, das, die verschiedenen Symbole sind Kräuter. Da holen wir uns jetzt erstmal was da vorne. Das ist nur ein paar hundert Fuß weg. Was ist da oben? Ja. Aufsammeln. Numanin. Okay. So, da unten sind noch ein paar Sklaven zu befreien. Und zack. Das ist unsere Chance. Du musst zurückkehren und meine Freunde retten. Sie wurden so geschunden, dass sie kaum noch stehen können. Kriegen wir hin, demnächst. Erstmal holen wir uns das Artefakt da unten. Freiheit! Das ist so geil, wenn man da ins Feuer schießt. Was für ein Radius diese Explosion auch einfach hat. Unglaublich. Kräuterchen. Und dann wollen wir mal hier hoch. In die gute Ork. Da oben ist ein Schütze irgendwo. Das sieht uns aber offensichtlich nicht, wo wir hier sind. So, was liegt denn hier Feines? Blatt. Achso, das hatten wir beim letzten gar nicht gemacht, was wir gefunden haben. Er ist nicht ohne Grund eingekerkert. Nur weil er gesagt hat, was wir alle denken. Willst du für immer leben und auf den Feldern arbeiten? Die Elben führen uns mit ihrer Unsterblichkeit vor. Sauron hat recht.
Wir können ohne Schmerzen leben, ohne alt zu werden. Und du willst in den Krieg ziehen, um das wahrzumachen? Ich will, dass unser König guten Ideen ein Ohr leiht. Dann sollte er sich nicht mit Sauron einlassen. Gegen den Elben zu kämpfen ist keine schlechte Idee. Es ist die schlimmste Idee überhaupt. Allerdings. Die haben wir nicht richtig untersucht, glaube ich. Nee. Na schön, ihr Würmer. Willkommen am Schwarzen Tor. Ihr werdet die Wachtürme für uns bauen. Harte Arbeit wird auch belohnt. Herr, meint ihr damit, dass harte Arbeit mit Strafmilderung belohnt wird? Ihr seid allesamt Verräter, Mörder und Diebe. Wenn ich sage, dass ihr belohnt werdet, dann heißt das nur, ihr werdet den Karagor nicht zum Fraß vorgeworfen. Na, das ist ja... Ja, muntert einen ja total auf. Ja, bitte? Wen fließt kein numenorisches Blut? Ich bin einer der Nordmenschen, ein Vertriebener. Das hat Hallas mich nie vergessen lassen. Ioret war es egal. Für die Eldar sind alle Menschen Untertanen. Flüchtige Besucher, die schon bald die Kreise der Welt verlassen. Ein benötigtes Kraut in der Nähe. Überlebensherausforderung abgeschlossen. Yay! So, was haben wir denn hier Feines? Eine Mission für unseren Bogen. Über vielen sagt er die Hymne des Elbenvolkes. Das war der letzte Fehler, den er begehen konnte. Okay. Legendären Bogen. Durch Kopftreffer. So, wo kriege ich jetzt Pfeile her? Na toll, das ging noch in den Kopf. Wieso lebt er noch? Elbengeschosse benötigt. Haben wir. Warten, bis der Bogen voll aufgeladen ist. Na, was sagt unsere Gesundheit? Ja, ein bisschen haben wir noch. Wir müssen noch drei Ziele treffen. Aua! Aua! Nein. Nein! Jetzt sind wir tot. Scheiße, voll in die Lunge. Leb wohl, Weitläufer. Uruk wird befördert. Ja, ganz offensichtlich. Wunderbar auch heftig. Ach, du bist auch noch so einer. Oh, Uruks, die dich getötet haben, können Hauptmänner zu einem Kampf um eine Position in Saurons Armee herausfordern, wenn sie gewinnen. Werden sie geplündert. Oh, das geht also auch. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Okay, gut zu wissen. Es ist nichts Ganzes und nichts Halbes. So. Oh. Weiterer Teil des Schriftzugs. Karte. Das versuchen wir nochmal mit dem Bogen. Das war aber auch hart, wie der eine auf einmal durchgedreht ist da.
Scheichtötung. Und Dickerchen, du bist der Nächste. Ich danke dir. Gern geschehen. So, hier hoch. Und dann versuchen wir es direkt nochmal mit dem Bogen. Moment, haben wir vielleicht noch Verbesserungen, dass wir mehr Pfeile tragen können? Kann man noch das Vieh mitreiten? Es gab doch irgendwo was, wo wir mehr Pfeile mitkriegen, oder? Ja, hier. So. Das Fokuswert auch erhöhen. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für den ganzen Spaß jetzt. So, versuchen wir es nochmal. Gar nicht so einfach. Vor allem sich währenddessen nicht treffen zu lassen. Na, fuck, gerade hatte ich seinen Kopf im Visier. Komm. Jawohl. Drei noch. Jawohl. Zwei noch. Jawohl. Ein noch. Jawohl. Geschafft. Ach, töte alle Schützen. So, jetzt müssen wir sie aber nur abmachen. Einer ist es, glaube ich, auch nur noch. Jawohl. Puh. Das war echt eine harte Nummer. Da wir auch noch nicht so viel Fokus haben. Sein Leben ist schon ab, um Miriam zu erhalten. Verdienen genügend. Brandpfeile können wir dann. Neue Verbesserungen ansehen. Besserer Fokus. Fokus ist echt nicht schlecht. Aber dann machen wir jetzt mal keine Punkte rein, sondern gucken erstmal auf die Karte. So, hier haben wir irgendwelche Befreiungsmissionen. Jagdherausforderung, töte drei Spinnen. Eine von drei. Wir haben eine Spinne getötet. Okay. Habe ich nicht so bewusst mitbekommen. Oben. Versuch doch wenigstens dich zu wehren. Tschüss. Ich stehe in deiner Schuld. Ach, du willst auch noch sterben. Okay. Gern geschehen. Blöde Orks. So, da oben. Geht's dann weiter? Mit irgendwelchen Fäustchen. Nach Sklaven befreien. Das machen wir nochmal ganz flott. So.
Dank. Bitte rette meine Freunde, bevor es zu spät ist. Ja, mal schauen. Wie ich Lust und Zeit habe. Zerbrochen. Gucken wir uns das mal an. Sie wissen nicht, wann Sie den Mund halten müssen. Tschüss, Sticky. Schlitzi, Schlitzi, Aufi. Hä? Und? Kommen wir da nicht hoch? Nein, natürlich nicht. Den nehmen wir hier lang. Du wunderst dich gar nicht, warum die alle schreien? Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Hast dich ganz blöd umgedreht, Kumpel. So, ein paar zerbrochene Werkzeuge haben die Slaven zu Tage langer Folter, verdammt. Töte die Uruks, die sie bewachen, und rette die Slaven. Alles klar. Machen wir doch gerne. Slaven retten ist super. Mit einer Vorsprungstötung. Putz mir gerade kurz die Nase. Halte R2 gedrückt, tippe, um unterhalb einer Feinde den Vorsprung zu töten. Ja, ja. Erstmal irgendwelche Feinde an dem Vorsprung finden. Na komm her, putti 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 putt. Zack. Das war Nummer 1. Hey. Tut mir leid, dass ich dir jetzt ins Gesicht schlage, aber... Du wolltest es nicht anders. Yay! Das hat mir gefehlt. So, können wir uns auch einfach mal verpissen? Oh Gott. Boah, sind das viele? Oh, weggedeckelt den Typen. Und ich sehe. Toll, jetzt sehen wir nichts von den Buschmiedermärchen. Oh, du hast Informationen. Und geh weg. Zacki! Haki Haki Kopfi Abi. Och, ich will dich nicht töten. Entschuldigung. Noch einen Gegner an einem Vorsprung. Da ist so ein Symbol, denkst du. Das holen wir uns mal ganz fix hier. Einsammeln. Belohnung 50. Und es nimmt weiterhin Form an. Hüpfen aus der Geisterwelt raus. So, da haben wir eins klar. Hey Würstchen,
Schleichtötung geben gefragt. Schneid mich los! Ja, ja. Ich ertrage diese Qualen nicht. So, bitteschön. Danke, Waldläufer. Unsere Freunde sind in der Nähe. So, dann schauen wir mal, wo die Freunde sind von dir. Ich glaube, ich muss hier in diesen Vorsprung locken. Ja, das kriegen wird wohl gehen. Hör auf, den armen Mann da auszulachen, du Idiot. Boah, ich mach dich sowas zum Tod gleich. Toll, das ist auch wieder so ein Hundvieh. Hasi Pupsi. Na. Hab dich. Ach, das war auch noch ein Jäger. Hey. Stinky Bucky. Komm, Putti Putti Putti. Du bist ganz schön hässlich. Deswegen werde ich dich jetzt töten. So, Fähigkeitspunkt erhalten. Selber schuld. Machst du so einen Unfug? Ja, ja, ich schneide dich ja los. Und keine Hektik. Danke, Waldläufer. Schattentötung. Das ist ein böse Fuffi im Käfig. Ah, das ist auch direkt zum Turm. Boah, bist du unglaublich hässlich gewesen. Würmer? Was? Würmer, aber ich sehe keine Würmer. Hi! Du hast ein Messer im Gesicht. Hi. Tut mir leid. Aber... falscher Ort, um ein paar Sklaven festzuhalten. Das kann ich leider nicht durchgehen lassen. Juhu, das freie Volk. Solche Qualen für eine einzige zerbrochene Schau. Voll dämlich. Einführung ausgestoßenen Rettungsaufträge durch das Abschließen von ausgestoßenen Rettungsaufträgen. Faust hoch. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ausgestoßene dir helfen, indem sie dir Informationen über Hauptmänner bringen. Oder sich gegen ihre Peiniger wenden. Sehr gut. Ich dachte, ich wüsste, was Grausamkeit bedeutet. Doch die Uruks haben mich eines Besseren belehrt. Ja, das sind ein Scheißviecher. So, machen wir mal hier hoch und den... genau. Diesen Geisterturm. Reaktivieren. Kling, kling. Magic. Schnellreise freigeschaltet. Eine Zitadelle des Lichts gegen die Schatten. So. Und mit diesen Worten unseres komischen Geistkollegen verabschiede ich mich aus dieser Episode von Mittelerde Mordors Schatten. Wir sehen uns morgen in einer neuen Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Leider diesmal nur 1, 2, 3 fliegende Köpfe, aber beim nächsten Mal gibt's wieder mehr. Hoffentlich. Bis dahin alles Gute. Tschüss.